Morgen. Es ist kurz nach 5. Wir sind mehr oder weniger ausgeschlafen und auf dem Weg zum Ehrenfelder Bahnhof, um dort mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof zu fahren. Ja, wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht. Heute ist der 26. Juni. Wir sind unschwer erkennbar am Atlantischen Ozean und es geht heute los. 800 Kilometer bis zum Mittelmeer. Wir sind mega aufgeregt. Einmal das Meeresrauschen von dieser Seite. Und jetzt würde ich sagen, trocknen und los geht's. Der Weg war ganz entspannt, sind so breitere Forstwege bewachsen, waldig. Sicht war gleich null, weil es eigentlich immer bewölkt war oder neblig oder beides oder regnerisch. Wir haben keine Pausen gemacht, immer nur kurz was auf die Hand gefuttert. Ja, wir haben 3 Kekse gegessen und eine Handvoll Nüsse. 26 Kilometer, über 1000 Höhenmeter hoch und runter. Bis auf die Schlipper nass waren wir schon seit 2 Stunden vorher. Die Bauchtasche ist nicht wasserdicht. Die Bonbons aufgelöst haben, als auch Handy, Powerbank, Kopfhörer und diverses anderes Zeugs durchnässt war. Wir haben so ein Gefühl, dass das alles noch funktioniert und dass es auch wieder trockenbar ist. Ja. Es war nass. Es war sehr nass. Aber es war trotzdem gut auszuhalten. So, wir sind angelangt an Tag 3. Unsere Klamotten sind immer noch nass. Die Schuhe sind nass. Beim Zuschnüren kam das Wasser aus den Schnürsenkeln raus. Hose nass, Unterwäsche nass. Aber wir erwarten halt 25 Grad und Sonne. Und von dem her sind wir optimistisch, dass wir am Ziel dann auch wieder trocken sind. Thank you.
sehr rutschig. Aufpassen. Nee, ich finde Abkürzungen gut. Wenn man noch keine nassen Füße hatte heute, dann hat man sie jetzt. Straße ist schon besser. Heute schon. Das Wetter ist scheiße. Es regnete leicht. Es war alles in den Wolken und wir haben uns entschieden, um 11 Uhr loszugehen. Und es war ziemlich dunkel und ziemlich nass, ziemlich wolkig, ziemlich neblig. Also der Anstieg war echt anstrengend, weil einfach schlechtes Wetter und man dann doch relativ schnell schon wieder irgendwie feucht war. Das Wetter wurde einfach nicht besser. Teilweise war die Sicht bei gerade mal 10 Meter, falls überhaupt. Ja, dementsprechend haben wir auch keine Pause gemacht, weil nass und kalt. Wir hatten auch nur 6 Grad. Wie nass ist es? Es ist sehr nass. Es ist richtig nass. Das zweite Mal. Heute. Heute schon das zweite Mal. Heute schon das zweite Mal. Wie nass sind deine Füße? Bis über meine Ohren. Ja, auch das zweite Mal heute. Und wie viele Stöcke hast du noch? Ich habe 2. Und wie viel habe ich noch? 1,5. Scheiße. Wir haben noch keine Pause gemacht. Nein. Ist auch scheiß Wetter. Wie sind wir jetzt oben? Ich würde sagen, nein. Ziel ist schon lange erreicht. Es war eine geschlossene Kabane
vor der man eigentlich hätte sein Zelt aufschlagen können. Allerdings hat es die ganze Zeit geregnet, der ganze Platz war voller Kuhscheiße. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, auch mal weiterzugehen in eine Kabane bzw. ein Shelter mit 10 Schlafplätzen. Das wollen wir uns mal angucken. Aktuell ist das Wetter wieder etwas besser geworden. Aber wir sind mal wieder komplett nass und freuen uns jetzt auf irgendeine Art, entweder einen tollen Platz zum Zelt aufschlagen oder eben das Shelter, in dem wir drin schlafen können. Und keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Kalkuliert noch eine Stunde, vielleicht. Eine Stunde ist glaube ich. Ja, also wir werden es sehen. Wir haben auf jeden Fall, sind schon locker, ich weiß nicht, bei 25 Kilometern, könnte ich mir vorstellen. So, aber ja, jetzt im Abend wird es auch nochmal richtig schön hier. Schön. Die Sonne kommt gleich nochmal raus. Insofern schauen wir mal, wo wir gleich rauskommen. Farnland. Kann man eigentlich Farnsalat machen? Schatz? Tata Punta, 1526 Meter. Das ist dieser Gipfel, das kleine Gipfelchen hier bei uns, das kleine Hügelchen. Okay. Ja. Und jetzt gehen wir weiter auf diesem Weg und suchen das Emergency Shelter. Was machen wir jetzt?
Guten Morgen. Wir sind gepackt. Unser Zeltlager ist wieder aufgeräumt. Die Sonne strahlt. Wir haben keine Wolken. Es ist 7.45 Uhr. Und welchen Tag haben wir heute? Ich glaube Tag 7. Vielleicht. Und der Tag beginnt mit einem heftigen Aufstieg. Wir gehen heute das erste Mal über 2000 Meter auf dem Peak Gorfi. Und das ist dieser da. Und wir sind sehr gespannt, was uns erwartet. Die Nacht war ansonsten soweit okay. Aber diese Kühe, also wir dachten ja, irgendwann schlafen die und läuten nicht mehr, aber Pustekuchen. Die ganze Nacht hat es gebimmelt und es hat nicht aufgehört. Und jetzt ist hier oben ganz idyllisch und ruhig. So viel bis hierher. Rennstein 241. Da bin ich mal gespannt. Niedrigste war 23. Was ist das höchste? Um 6 Uhr. Um 6 Uhr ging der Wecker. Und das war aber total super, so zeitig wach zu sein, weil wir da oben den Sonnenaufgang so halbwegs mitbekommen haben. Also das war total toll. Vor allem, es war kein Wölkchen, es war ganz klar. Wir haben das erste Mal überhaupt unsere ganze Umgebung gesehen. Sind dann aber doch auch später als gedacht los. 7.45 Uhr war es. Und zwar ging es dann für uns zunächst auf den Zapzigang oder so heißt das Ding, um danach zum Peak Orhi zu kommen. Also es war so windig, dass wir zwei Anläufe gebraucht haben, um über diesen Rücken darüber zu kommen. Naja, musste man halt ein bisschen kraxeln. Und danach ging es ganz steil bergauf über Grasrinnen quasi an der Flanke entlang zum Peak Orhi. Und unten angekommen haben wir festgestellt, für die nächsten Kilometer. Dafür hatten wir noch viel zu wenig Wasser nur noch. Dann habe ich dort einen mit einem Camper befragt, ob der denn nicht Trinkwasser für uns hätte. Und der Mann war so nett, der hat uns davon 2 Liter abgegeben. War total super, das war auch wichtig. Es war so unglaublich heiß, den ganzen Tag Sonne. Es gab nichts, wo ein Schatten war. Kein Baum, kein Felsen, kein also gar nichts. Und das war echt heiß. Und es ging wie immer viel berghoch, viel bergrunter. Und wir sitzen jetzt hier auf einem Grashügel in einer unglaublich tollen Landschaft. Haben unser Zelt aufgebaut. Also ein sehr aufregender Tag auf jeden Fall. Haben wir so auch noch nicht gemacht. Das war schon heftig. Und wir sind mega stolz, dass wir das geschafft haben. Und das war sehr aufregend.
Es ist, wir schauen mal, 8.54 Uhr. Wir haben den ersten Pass erklungen. Wir kamen von dort unten und werden jetzt da runtergehen, wo unsere Wanderkollegen auch schon unterwegs sind. Und ja, ich glaube, man hört es, es ist windig, aber die Sonne scheint. Die Nacht war so lala. Der Spot war mega genial heute Morgen. Ihr werdet es auf den Bildern sehen. Aber es war doch abfällig und wir sind mit unserem Schlafsack über die Isomatte runtergerutscht. Von dem her würde ich mal sagen, war die Nacht etwas turbulenter, aber der Ausblick am Morgen umso besser. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Kilometer. Das Ziel ist heute das Kuhn. Wir hoffen, wir schaffen das. Man weiß es nicht genau, vielleicht 24 Kilometer oder so. Jetzt nur noch 23. Jetzt nur noch 23. Genau. Soweit. Tag 8. Begann mit einem kurzen Blick aus dem Zelt. Der Ausblick war fantastisch. Das vor uns liegende Tal war komplett in Wolken gedeckt. Mhm. Es haben nur noch ein paar Spitzen der größeren Berge rausgeguckt und die Sonne ging gerade auf. Mhm, das stimmt. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob das Schaf noch da ist. Ja, die Nacht über war es auch windig. Ja, wir sind ja auch schnell eingeschlafen. Ja, und dann haben wir alles zusammengepackt. Sind 10 Meter gegangen und mussten Pause machen, weil wir nicht mehr konnten. Dann haben wir am nächsten Stein Pause gemacht, Keks gegessen und 2 Isostar-Tabletten uns reingezogen. Ja, ich kam nicht im Berg hoch. Nee. Kamen dann auch Dave und Jane und Peter. Haben einen kurzen Plausch gehalten und die sind dann vorweggegangen und wir mit ein bisschen Abstand hinterher. Ja, einmal konnten wir noch Wasser zwischendurch holen. Okay. Refugi Lagoa oder so. Und da gab es zum Frühstück für jeden ein Stück Tortilla, ein belegtes Baguette mit Schinken, Kaffee und Coca-Cola. Coke. Und in der Zeit noch eine Unterkunft in Les Kunen gesucht. Bar de Berger oder so. Und von der Refugio waren das ungefähr 7 Stunden ausgerechnet. Um 11:45 sind wir erst los. Und dann haben wir immer noch spekuliert auf die Quelle, Wasserquelle, wie heißt die nochmal? Source de Mamitou. Source de Mamitou, die wir dann ja auch wirklich dann auch, war klar war, dass wir das auch benötigen, weil ab der Quelle gab es ja noch 8,5 Kilometer zu gehen und wir unsere Wasservorräte da sicherlich stark erschöpft gewesen wären, waren sie dann ja auch. Bis dahin war es auch sehr heiß.
Wir waren an der Quelle angekommen, haben Wasservorräte aufgefüllt und das irgendwie genossen. Und wurden dann die Wolke kam etwas, eine Wolke. Und die Wolke war halt grau. Ne? Das, ja, war schon, das war jetzt keine normale, einfache Wolke. Nee, so. Nee, aber ich habe mir jetzt auch nicht so viele Gedanken darum gehabt. Wir haben dann auch direkt zusammengepackt. Aber nach 10 Minuten gehen kam schon das erste Grummel. Mhm. Und ich war, glaube ich, immer noch derjenige, der gesagt hat, ja gut. Und dann fing es ja auch ein bisschen an zu regnen, mhm, und ich war immer noch derjenige, der sagte, ja gut, wird ja auch gleich vorbei sein, viel kann da ja heute nicht kommen. Ja, und dann hat sich wirklich der Himmel über uns ergossen. Haben wir gerade noch an der Quelle gezogen bei 32 Grad. Und dann gab es 20 Blitze, 40 Donner von hell auf dunkel. Und man vom Nässegrad her gehört, ist man direkt da, wo man vor ein paar Tagen nach 4 Stunden war. Und hier, das ist der Weg.